Hallo und willkommen zu unserem Kurztest der LG G-Watch, einer Android Wear Smartwatch mit 400 mAh Akku, Bluetooth 4, einem 4,2 cm LC-IPS Display, Snapdragon 400 CPU und 4 GB Speicher. Keine Ahnung, wofür man den braucht. Hier gut im Blick die einzelnen Karten von Android Wear. Darauf ist hier das ganze System aufgebaut. Man kann sich den Wetterbericht anzeigen lassen. Das wird basierend auf den am Google-Konto hinterlegten Orten zum Beispiel angezeigt, also meine Heimatstadt Wien zum Beispiel. Man kann verschiedene Karten, die man nicht braucht, weglöschen. Man kann sich Termine anzeigen lassen. Man kann auch diese Karten wieder wegwischen mit einem Wisch nach rechts. Und man kann natürlich, wie es bei einer Uhr auch sein sollte, verschiedene Zifferblätter anzeigen lassen. Die Qualität der mitgelieferten Zifferblätter ist natürlich Geschmackssache. Eines davon, auch das ihr schon im Vorfeld gesehen habt, ist ja gefällt mir ganz gut. Auch eingebaut ein Gyroskop, Accelerometer, Kompass und die Uhr ist IP67 wasserfest, bis zu 30 Minuten bei 1 Meter Wassertiefe. Zumindest duschen sollte man also problemlos können. Persönlich würde ich sie zum Schwimmen nicht mitnehmen. Natürlich hat die Uhr auch einen Schrittzähler eingebaut. Über das Gyroskop bzw. den Beschleunigungsmesser wird das realisiert. Funktioniert auch ziemlich genau und deckt sich plus minus 200 Schritte auch mit den Aufzeichnungen meines Jawbone ab 24. Schön ist auch die Tatsache, dass man auf der Uhr ganz gut die vergangenen Schritte und diese ganzen Dinge einsehen kann und natürlich auch einstellen kann. Aber auch die Sprachsteuerung gibt es natürlich. Okay Google, wie wird das Wetter in Wien? Man sieht, das funktioniert gar nicht so schlecht. Ich habe selbst noch nicht ganz heraus, wann man okay Google sagt und wann nicht. Eigentlich nur dann, wenn man eben nicht schon in diesem Sprachsteuerdialog ist. Man kann natürlich dann auch, wenn man aufs Display tippt und anstatt zu sprechen, in die Einstellungen reingehen. Es wird einem gesagt, was man noch alles mit dieser Uhr so machen kann. Also zum Beispiel Wecker stellen, Notizen schreiben. Und natürlich gibt es die Einstellungen und die Helligkeitsstufen. Eines der größten Probleme der LG Smartwatch, denn unter Sonneneinstrahlung ist selbst bei der höchsten Helligkeitsstufe nichts mehr zu erkennen. Das ist auch das, das alle anderen Tester bislang am meisten bemängelt hatten. Man kann die Uhr neu starten, man kann sie ausschalten und so weiter und so fort. Ganz praktisch also diese Funktionalität, diese Einstellungen direkt auf der Uhr auch zu haben. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns mal an, was die LG G-Watch noch kann, punkto Sprachsteuerung. Okay Google, wie ist das Wetter in Paris? Wetter in Paris, ja, wird angezeigt, ganz gut, feine Sache. Okay Google, Notiz einkaufen nicht vergessen. Scheint auch geklappt zu haben. Man kann Notizen speichern, die landen dann auch bei den Notizen im Google-Konto. Okay, Google. SMS an Holger, wie geht es dir? Auch SMS schreiben kann man. Man sollte allerdings nicht zu viele englische Begriffe oder solche Sachen benutzen. Das kann denn nämlich manchmal ganz schön schief gehen. Google-Suche nach MacManiacs. Auch Google-Suchen kann man machen. Was er da gefunden hat, weiß ich nicht. Von mir ist es, glaube ich, nicht. Unerwarteter Fehler. Sehr eigenwillig, sehr eigenwillig. Aber nichtsdestotrotz, man kann im Alltag damit ganz gut arbeiten. Und man muss sich natürlich auch an die Uhr selbst gewöhnen, wie sie reagiert, wie sie funktioniert und so weiter. Hier also jetzt eine Demonstrationsnachricht und zwar von Google Talk bzw. Hangouts heißt ja jetzt. Ich habe schon ein paar Testnachrichten gesandt, wie man sieht. Man kann also die gegenständliche Nachricht und auch die vergangenen Nachrichten anzeigen lassen, weglöschen und sie verschwindet auch sofort vom Handy-Display. Sehr gut gelöst und sehr praktisch im Alltag. Das gleiche funktioniert natürlich auch für E-Mails. Und auch hier sieht man mit der Mailbox-App, das funktioniert auf der Pebble zum Beispiel gar nicht, wird die E-Mail dargestellt. Wenn man mehrere hat, dann wird angezeigt, dass man mehrere E-Mails hat. Und man kann die Mail-App dann auch ganz einfach direkt am Smartphone öffnen lassen. Die Uhr selbst ist relativ schick, wenngleich nicht aufregend und naja, hätte man etwas mehr Design verpassen können. Läuft unter Android Wear, ist geladen, wird sie über diese Goldkontakte, die man auf der Rückseite sieht, funktioniert ganz gut mit einem magnetischen Ladedock, allerdings ein proprietärer Stecker. Wer mehr wissen will, liest den Testbericht auf www.macmaniacs.at/LG G-Watch. In diesem Sinne, abonnieren bitte und liken und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao, ciao!